Wieder mit Reparaturgedöns. Das bringt genau nicht viel. So. Du reparierst dich gleich mal. Die Drohne schießen wir eh noch ab. Also du holst mal Upgrades. Da ist der generische Crawler. Und wir gehen direkt auf die Gegner. Der ist schon wieder Einheiten spammt. Sein Crawler hat er abgerissen. So. Dann war hier noch, du kannst dich auch nochmal upgraden auf alle Fälle. Eine Einheit wird angegriffen. Verstanden. So. Was ist das Problem? Hunter-Crew bereit. Der böse Wolf. Haben wir hier schon gute Hunters? Wirklich gute Hunter? Ja. So, genau das hat er noch gebraucht. Oder auch den höchsten Rang zumindest schon mal. Und er braucht noch ein bisschen. Und der Mammutpanzer ebenfalls. Alle anderen sind soweit. Ja gut, er bräuchte ja auch noch was. So, er holt sich das schon mal. Stern. Er auch, er lädt schon mal nach. Ja, das ist leider etwas, was jetzt etwas auffällt, aber wir haben hier hinten noch massig Gegner. Und da kommen schon wieder welche. Jetzt kommt wieder ein Luftangriff. Hi, dann hi. Ziemlich stressig das Ganze, wir probieren es nochmal. So, der Raum holt sich das hier. Ja, hopp. Ah, die können auch nicht aufhören, ne? Keine 5 Minuten, wo du mal deine Ruhe hast hier. Aber gut, wir lassen es jetzt gut sein. Wir sind eigentlich soweit ganz gut gerüstet. Alle Einheiten, fast alle Einheiten haben maximale Beförderung, maximale Gesundheit sozusagen auch. Und wir sind jetzt vorsichtig, weil hier hinten, Achtung Ingenieure, ihr geht mal, ihr bildet mal ein Team. Euch nennen wir 2. So. Das ist Team 1. 1. So, wir speichern nochmal ganz kurz ab auf LP1, denn es kommt wieder ein großes Wagnis. Er ist nämlich ein solcher Typ. Ein Mastodon. Die halten ja bekanntlich nicht gerade wenig aus und verteilen vor allem sehr viel Schaden. Aber den haben wir gleich. So. Nachdem wir den erledigt haben. Boah, greift uns schon wieder Not an. Die gehen mir auf den Zeiger. Also es klingt komisch, aber im Test-LP dieser Mission vorher, die ich natürlich nicht aufgenommen habe, was man damit zeigen kann, hat Not nie angegriffen. Erst als wir ins Not-Gebiet vorgestoßen sind auf der Map, aber das sind wir noch lange nicht. Wir müssen erstmal jetzt hier diese Flieger beseitigen. Und dann den hier. Den Turret. Was ist das Problem? Lass sie weg.
So, die GI-Fliegers hätten wir gern weg. Die haben wir weg. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass da nicht wieder der Crawler, der GDI spawnt. Boah! Und schon wieder Not. Und GDI mit einem sämtlichen Mistpanzer. Schallturm, nein, Fokusstrahl. Come on, geh down. Wir haben wohl keine Angst vor einem Kampf. Eine Einheit wird angegriffen. So, wir platzieren den Crawler hier und reparieren unsere Einheiten. Wir ziehen hier Feuer auf uns. Feindliche Einheiten gesichtet. Blast sie weg. Und machen diesen dämlichen MG-Turret jetzt endlich down. Da drüben sind noch mehr Noddies. Die machen wir schnell down, die, die in der Luft sind. Und dann die, die am Boden rumstehen. Und noch den MG-Turret. Bunker. So, und einer unserer Ingenieure macht nun folgendes, zack, da. Mastodon. Feindliche Einheiten gesichtet. So, mit diesen Truppen schaut es doch schon mal ganz okay aus. Mastodon holt sich, wenn es geht, ein Upgrade, und zwar das da. Der humpelt aber auch nicht schlecht. Da, verbesserte Bewaffnung. Und nun schauen wir mal, dass wir hier ein Stück verweilen können. Ingenieur repariert schon mal die Mammutpanzer. Und dann repariert er noch den Mastodon. Wenn die schon wieder Nord angreift, aber wahrscheinlich auch die Schnauze bekommt von uns. Denn wir haben jetzt echt eine schlagfertige Truppe. Mastodon unter Beschuss! Leichter Feuer! Auch wenn die ja das Mastodon natürlich beschießen, aber. Erledigt sie! Eliminiert sie! So viel bringt das denen nicht. Sind gleich da. Kann losgehen. Wir schauen schon mal. Bis zum nächsten Video. Kann man jetzt schon sagen. Also, wenn wir jetzt nicht schon im zweiten Video sind, dann ist es gleich soweit. Das mal als Hinweis: Das wird auf zwei Videos gesplittet, die Mission, die vorletzte Nord-Mission. Und es geht direkt weiter. In dieser Mission mit weiteren Nord-Angriffen. Aber keine Angst, wir sollen keinen eskortieren und wir haben jetzt eine schlagfertige Truppe, die wird immer noch repariert. Und diese Truppe ist gleich soweit. Die ist gleich soweit aufzubrechen, sage ich mal. Und dann würde ich sagen, entpacken wir den Crawler wieder aus und machen uns auf. Ja, wir könnten auch hier entlang gehen. Ne? Feindliche Einheiten gesichtet. Wir müssen sogar hier entlang gehen. Und das machen wir jetzt auch. Boah, und schon wieder Noddies. Wegbretzen die Lymphe da. Und dann. Sicherheitshalber, es könnte noch schief gehen, aber ich glaube, wir schaffen die Mission ausgeblutet. Eine Einheit wird angegriffen. Wir könnten jetzt den feindlichen Crawler vernichten. Aber ich glaube, wir sind mal so. Naja, gut, der fliegt wieder weg. Aber wir greifen auf alle Fälle mal an, und es schaut ja schadensmäßig ganz gut aus. Der hat schon ein bisschen was verloren. Da ist er. Eingegrabene Einheit geordnet. Eine Einheit wird angegriffen. Hast du mal die Türme hier down bekommen? Jetzt bin ich mitten reingerannt ins Getümmel. Das ist natürlich auch schlecht gewesen. Feindlicher Crawler geordnet. Alles klar. Löschen wir aus. Heizen wir hinein. Mitten rein ins Getümmel. Vorsichtsweiter Tank.
Vorsicht, noch mehr Spider-Tanks und noch mehr Spider-Tanks und noch mehr Spider-Tanks. Meine Güte, könnt ihr mal aufhören, Schrott zu spammen? Wir brauchen mehr Kommandeurspunkte. Ja, jetzt machen wir einen Ingenieur, den haben wir gerade verloren. Aber wir sollen zum Flughafen, das schaffen wir ja locker. Wir sind ja schon fast da, Leute. Da ist zwar noch Nord, aber die kriegen wir doch down. Auf den Turm noch. Müssen wir jetzt zwar nicht machen, aber wir wollen die Nordis hier los haben. Auch wenn wir eigentlich Überschaften von dort selber sind. Wir wollen die hier los haben. Die regen uns auf. So, so, so. Ja, komm schon. Eine Einheit wird angegriffen. Aufgeschützt. Eliminiert sie. Da ist der Crawler. Du stirbst auch noch, das sage ich dir. Na komm. Jetzt aber. Und, jawohl. So, wir haben alles. Wir sollen jetzt nur noch zu diesem Flughafen. Wir könnten jetzt noch diesen Sniper hier hinten erledigen. Aber egal, die Explorationszone ist hier und da gehen wir jetzt hin. Die Mission wollen wir abschließen. Eine Einheit wird angegriffen. Ups, bin ich ausgerutscht mit der Maus. So. Den. Bam! Spam! So, und den Türmchen, das Türmchen noch. So, der Quader geht schon mal in die Exfiltrationszone und Mission geschafft. Ruh dich aus, mein Sohn. Dein Leiden ist nicht vergebens gewesen. Jawohl, ja. Mission geschafft. Weiter dann im nächsten Video bei Ego Studio Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diese vorletzten Nob-Missionen, die wir jetzt gepackt haben für Command Conquer 4 Imperium Twilight. Weiter dann im nächsten Video mit der letzten, finalen Nob-Mission. Bis dahin, euer Ego Studio Let's Play. Ciao. Oder? Ja. Hier nochmal die Zusammenfassung. Verlassenes Gehöft besetzen hätte man noch machen können und Scharfschützen neutralisieren. Von diesem Gehöft wusste ich gar nichts, aber egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Mission geschafft. Weiter und ja, das wollte ich eigentlich nicht. Er ist aufgewacht. Zeigen, das sieht man im nächsten Video. Hey. Endlich, Commander. Das sehen wir im nächsten Video. Bis dahin, euer Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen.